So, heute geht es mal um diesen Chorus, um dieses Klassik-Chorus-Pedal. Das Klassik-Chorus-Pedal ist ein Pedal, wo man Standalone benutzen kann, also nur dieses Pedal, und man könnte, wenn man will, sogar einen normalen Lautsprecher. Da braucht man noch nicht einmal einen Combo oder ein Amp, damit man die Klarton spielen kann. Der hört sich im Klarton gut an und man kann aber auch diesen Chorus dann nochmal verzerren. Aber das hört sich dann schon ganz anders an, je nachdem, was man halt will. Aber man kann auch im Clean Sound nur mit diesem Pedal arbeiten und schöne Sounds erzeugen. Ja, man kann aber auch einen Kompressor vorschalten, weil der Kompressor stabilisiert nur einen Ton. Das ist jetzt ohne Kompressor. Der Amp ist nur auf Clean gestellt. Schalten wir einen Kompressor dazu. Also die sind etwas kräftiger. So. Unverzerrt, wir haben jetzt nichts verzerrt und nichts verändert. Wir haben nur den reinen Ton und wir tun den Ton hiermit stabilisieren und auf ein bestimmtes Niveau halten. Nichts verändert, nur stabil halten. Der Amp ist auf klar, auf clean gestellt. Dann gibt es reine Gitarrensignal aus, so wie es ist. Wenn man jetzt auch einen Verstärker einschaltet, da habe ich eine Distortion. Das ist der verzerrt hier. In dem Fall mit Distortion. Und jetzt haben wir wieder auf clean. Können. Was geht, wenn wir Clean-Kanal auch sind, dass wir einen Tube Screamer Overdrive dazu schalten. Also mal ohne, nochmal. Tube Screamer. Ein wenig den Ton auseinander. Ist aber noch im angenehmen Bereich. So hört sich es normal an. Ein Tube Screamer. Also durchaus akzeptabel. Und beim Chorus gibt es eine Rate und ein Wiss. Die Rate bestimmt, eine gerade Welle wird eine gerade Frequenz, die wir ja hier mit Sustain und so sauber gerade gestellt haben. Gehen wir den ein bisschen mal weg. Wird jetzt mit dieser Rate und einer geraden in einer leichten Wellenform übergesetzt. Ohne. So ist jetzt relativ
ändert jetzt. Und wie schnell die Frequenz quasi, das ist Rate, das ist links. Wenn wir viel haben wollen, wird es im Uhrzeigersinn rumgedreht. Ich sage halt dann immer Uhr dazu. Jetzt haben wir zum Beispiel 5 Uhr, weiter geht es ja nicht mehr. Das ist die stärkste Verzerrung, die er machen kann. Das ist fast keine, das ist nur ganz gering, schwach. Mal die Rate und die passt man am besten der Spielgeschwindigkeit an, etwas, damit sich das nicht zu holpern anhört. Wenn man langsam spielt, dann dreht man hier halt gegen den Uhrzeigersinn. Wenn man langsam spielt, dreht man so rum, je nachdem wie langsam das Stück geht. Wenn schneller gespielt wird, kann man ruhig ein wenig verzerrter, weil der Ton ja dann nicht so lang gehalten wird. Ja, das passt man sich wegen der Spielgeschwindigkeit an. Und der Wiss-Knopf, der kann man sehen wie ein Ton, ja, wie Tonregler. Hier zum Beispiel Tonregler. Nur verkehrt rum. Das heißt, wenn ich die Wiss, wenn ich die Breite enger mache, dann kommen mehr, werden mehr hohe Töne beeinflusst. Ja, mehr hohe Höhen. Das sind jetzt mehr hohe Töne. Und je weiter ich den jetzt rechts rumdrehe, desto mehr kommen die dunklen Töne dazu. Das wird dann breiter. Deswegen heißt das Wiss. Das Spektrum, wo erfasst wird. Jetzt wäre jetzt Ton in Mitte. Jetzt gehen wir mehr in den Bassbereich rein.